Heute verständlicherweise fängt jetzt die innenpolitische Diskussion an über Terrorabwehr. Müssten wir nicht damit anfangen zu wissen, wer eigentlich in Deutschland rumläuft? Na, zunächst einmal wäre es vielleicht sinnvoll, mal ein wenig besonnen zu sein, vielleicht auch mal einen Tag nicht ein innenpolitisches Süppchen zu kochen, sondern erst mal zu trauern, besonnen zu sein, nachzudenken, übrigens auch mal abzuwarten, was die Sicherheitsbehörden an Informationen eigentlich haben. Wie ist eigentlich die genaue Sachlage? Ich finde das schon sehr irritierend, wer heute alles schon Bescheid weiß, was jetzt zu tun ist, wie der Hergang ist. Das können wir heute alles seriös nicht sagen. Und deswegen fände ich, ist jetzt Besonnenheit gefragt. Die zuständigen Gremien des Bundestages, der Innenausschuss, Parlamentarisches Kontrollgremium, muss natürlich umfangreich und wird auch informiert werden. Ich finde, das wäre die richtige Reihenfolge angesichts dieses Horrors von diesem Wochenende. Dennoch, angesichts des Flüchtlingsproblems haben wir ja die Tatsache, dass wir seit einigen Monaten nicht mehr Herr der Lage sind, zumindest nicht mehr wissen, wer in Deutschland rumläuft. Und da fordert nicht nur die CSU, dass das jetzt sofort abgestellt werden muss. Na gut, ich finde es erstmal wirklich relativ abstoßend, jetzt diese Anschläge von Paris mit der Flüchtlingsdebatte in Deutschland zu verquicken und zu vermengen. Das finde ich wirklich überhaupt nicht angemessen, was vor allem Markus Söder, der Lautsprecher aus Bayern, dort gerade abzieht. Das finde ich völlig unangemessen, denn ist doch erstmal zu konstatieren, dass diese Flüchtlinge alle vor genau diesem Terror fliehen. Das ist doch erstmal anzuerkennen und einfach mal festzustellen. Und wie man dort einen Tag nach Paris auf die Idee kommen kann, das innenpolitisch auszuspielen und letztendlich Opfer zu Tätern zu machen, indirekt. Ich finde, das vergiftet das Klima in diesem Land und genau das brauchen wir nicht nach Paris. Aber man will ja gar nicht die Opfer zu Tätern machen, sondern die rausfiltern, die vielleicht wirklich Täter sind. Kleines Beispiel, wenn ich ins Flugzeug steige oder Sie, werden wir durchsucht, obwohl wir niemals eine Maschine entführen würden. Aber das tut man ja deshalb, damit wir sicher ankommen. Und nochmal, die Flüchtlinge werden nicht unter Generalverdacht gestellt, sondern man will ja kontrollieren, wer sind diese Leute überhaupt? Ja, man spielt trotzdem mit Ängsten. Nichts anderes macht Markus Söder. Nichts anderes macht der. Trotzdem ist es natürlich richtig, jetzt genau zu gucken, was kann an Sicherheit gemacht werden. An Flughäfen ist völlig ein richtiges Beispiel. Dort gibt es sicherheitsrelevante Bereiche bei der Fluggastkontrolle, bei der Gepäckkontrolle. Da sagt natürlich auch die Linke, das muss top sein. Dafür braucht man übrigens top geschultes und bezahltes Personal. Das ist gar keine Frage, dass wir gucken müssen, was gibt es an Informationen, wie werden diese Informationen ausgetauscht. Aber jenseits des Generalverdachtes, wir müssen gucken, wo gibt es hier Gefährder, gar keine Frage. Da gibt es ja auch in den Sicherheitsbehörden entsprechende Hinweise. Dafür muss die Polizei im Übrigen, das finde ich auch personell, gut ausgestattet sein. Das ist gar keine Frage. Dem verschließen wir uns nicht. Und ich finde nur, was wir machen müssen, wäre jetzt wirklich genau zu gucken, wo gibt es eigentlich Kompetenzen, die wirklich mehr Sicherheit bringen? Und wie sind sie in Abwägung zu bringen zu der Demokratie und zum Rechtsstaat? Denn eins dürfen wir doch nicht machen. Das Lot, das klingt immer so politikermäßig sozusagen, Freiheit und Sicherheit in Einklang zu bringen. Das klingt einfach, ist aber natürlich die entscheidende Herausforderung in einer Demokratie, weil es jeden Tag neu diskutiert und austariert werden muss. Und die Freiheitsrechte, die wir haben, das muss man sagen, die sind ja bitter erkämpft worden. Die sind ja nicht einfach so da. Und diese Abwägung jetzt zu finden, ich finde, das ist Aufgabe von allen demokratischen Parteien im Bundestag, dort miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dafür brauchen wir natürlich ganz konkret eine Evaluierung aller Befugnisse. Was hat eigentlich zu etwas geführt, was gebracht an mehr an Sicherheit, was übrigens nicht, sondern hat nur in die Bürgerrechte eingegriffen. Ich finde, das ist jetzt die Aufgabe. Die ist kompliziert, aber die muss man angehen. Der Fraktionschef der Linken, Herr Bartsch, hat gestern als erste Reaktion gesagt, wir sollten uns an den Norwegern ein Beispiel nehmen. Sie haben es auch gerade noch mal gesagt, mehr Freiheit, mehr Bürgerrechte. Wenn ich mir jetzt Norwegen mal so angucke, das sind die Ersten, die ihre Grenzen zumachen wollen jetzt für die Flüchtlinge und das Ganze verschärfen. Was nehme ich mir da für ein Beispiel? Ja, das hat ja erstmal nichts mit Paris zu tun. Trotzdem waren natürlich die Antwort des damaligen Ministerpräsidenten Stoltenberg und vor allem der norwegischen Gesellschaft, das war die richtige Antwort, zu sagen, mehr Offenheit, mehr Demokratie, übrigens auch mehr Integration und mehr Solidarität. Und wir werden uns das Feiern nicht verbieten lassen. Wir werden weiter mit unseren Freunden zusammenkommen und wir werden unsere Gesellschaft nicht schließen und nicht einigeln. Das war beeindruckend. Das war eine richtige Antwort. Und ich hoffe, dass diese Antwort auch gegeben wird. Nur das funktioniert nicht mit den harten Parolen, sondern es funktioniert über Nachdenklichkeit, über Analyse und übrigens auch über Trauer. Das gehört natürlich auch dazu. Man muss Trauer verarbeiten, auch auf einem Kontinent.
Kontinent, in Europa im Allgemeinen und natürlich für die Französinnen und Franzosen im Speziellen. Ist es denn für Sie richtig, dass die Bundespolizei jetzt besser ausgestattet wird, mit Splitterwesten ausgerüstet wird und offensichtlich auch ihre Waffen zeigt, damit auch innerhalb von Deutschlands, auch an den Grenzen, so ein bisschen mehr Sicherheit für den Bürger entstehen kann? Na, ich finde es völlig richtig, natürlich auch die Bundespolizei vernünftig auszustatten mit dem, was gebraucht wird. Und zwar vernünftiges Material, das kostet Geld, gar keine Frage. Das sehe ich auch so, dass es dort eine vernünftige Ausrüstung geben muss, dass wir gucken müssen, was ist mit Überstunden und vielem anderen mehr. Das ist natürlich was, was auch die Linke konstruktiv mit diskutiert. Keine Frage. Und trägt die Linke auch mit, dass die Geheimdienste jetzt mehr Personal bekommen sollen? Das ist ja jetzt schon lange in der Diskussion. Wir sehen das natürlich sehr, sehr skeptisch, denn wir können ja in Frankreich sehen, dort gibt es viel mehr Befugnisse auch für die Geheimdienste. Und trotzdem konnte diese schreckliche Bluttat ja nicht verhindert werden. Und deswegen ist genau zu gucken eigentlich, was brauchen wir, was ist aber auch überflüssig. Und ich glaube, dass die Geheimdienste, das hat ja die Vergangenheit gezeigt, eine immer weitere Ausstattung, nicht nur mit Personal, sie haben ja auch immer mehr Befugnisse bekommen. Ob das der richtige Weg ist, das bezweifle ich doch wirklich sehr stark. Vielen Dank, Herr Korte.